Ja, dich hört keiner, ja. Drei Fenster offen. So, ja, verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir sind beim Testrennen des Mobspeed Cup 6 und wir haben gerade zum Start reingeschaltet. Wir sehen hier schon zwei der... Was ist denn da? Ja, leichter Ausgang von einem der Koski. Ja, um Himmels Willen. So, bei Kevin Wader Westphal sind wir drauf. Der ist an der Spitze, bei dem jetzt Tobias Soltau setzt unter Druck. Dahinter haben wir dann den Porsche von Michael Engel. Jansen Koski versucht es dagegen. Gibt es da gleich einen Angriff vom Ford GT-Piloten? Die Fahrzeuge sind ja heute nochmal optimiert worden. Da gibt es ein paar Leistungsunterschiede eventuell. Und man sieht, dass Jansen Koski direkt hier schon in die Fange mit seinem Ford GT. Das Fahrzeug läuft schon wesentlich besser als beim Testrennen in Laguna Seca. Dahinter haben wir das Fahrzeug von Bernd Oswald, der ja einen richtig guten Podiumsplatz einfahren konnte beim Testlauf in Laguna Seca, und er wird noch gefolgt vom nächsten Porsche-Piloten Daniel Ziegler, der mit der sechsten Position jetzt ein bisschen besser steht als nach der Katastrophe in Laguna Seca. Das Auto macht auch noch einen heilen Eindruck und deswegen kann er auch einen Angriff setzen. Ja, die ganzen Porsche-Piloten hier beieinander, Engel noch doch schon vorne, dann haben wir da noch, wir haben noch dazwischen Stefan Kreling, zwängt sich auch noch hinten dabei, davor, und dahinter kommt dann die ganze Kompanie mit den anderen Fahrzeugen. Vorne jetzt Tobias Soltau an der Spitze, Jansen Koski Dritter und ja, Michael Engel ist jetzt an der, auf dem vierten Platz. Sie hat sich an den ganzen Fahrern vorbeigezwängt. Bernd Oswald ein bisschen langsam rausgekommen hier aus der letzten Kurve. Das ist nicht optimal. Könnten wir jetzt da Ziegler den Angriff setzen? Ja, der ist auf der Außenbahn in die erste Kurve hinein. Das wird richtig eng. Oh, und Oswald ganz, ganz spät auf der Bremse geht. Das kriegt er den Wagen noch rum. Da gehen beide Porsche-Fahrer vorne weit raus. Und Ziegler wieder daneben. Jetzt kommt der Rechtsweg. Der ist schwierig zu fahren bei den Geschwindigkeiten. Und dann sitzt dann Oswald auch zurück. Jetzt haben wir kurz einen Aussetzer gehabt. Ja, und Bernd Oswald verliert die Position an Daniel Ziegler. Stefan Kreling schaut sich das Ganze an, kann aber nicht viel machen. Oswald mit Verbindungsproblemen, der springt immer mal wieder raus. Eieieiei, und jetzt fahrt auf die, ja, an der Schikane vorbei. Die ist heute nicht mit drin. Ja, und da sieht man es wieder. Oswald, der springt das Auto in den, das ist starke Verwirrung für die Fahrer dahinter. Und dahinter dreht sich ein Fahrzeug, das ist der Wagen, glaube ich, von Marc Bröker, der sieht, da drehen sich noch mehr Piloten. Nielsen Koski hat sich rausgedreht. Und Marc Fettgenheuer ist es gewesen, der sich gedreht hat. Und dann schauen wir nochmal in die Wiederholung rein. So, jetzt bin ich 30 Sekunden Replay, ja, da sind wir aber sehr weit jetzt zurück. Na, schauen wir mal. Wir schalten mal einen Ticken langsamer rein. Ja, das will er nicht nehmen, und bei mir. Ja, Moment. Ah, ja, okay. Ja, und da, ah, ja, ja, jetzt hat er, den Treffer gekriegt. Ja, ja, so ist auch das Replay. So, jetzt sind wir wieder live. Ja, läuft gut durch. So, jetzt sind wir bei Marc Fettgenheuer. Das wollen wir uns jetzt nicht weiter anschauen, denn der ist ja doch sehr einsam unterwegs nach seinem Abflug. Tobias Soltau unter Druck von Kevin Wader-Westphal, dem BMW Z4-Piloten, der da direkt in der ersten Kurve schon die Spitze verloren hat. Und er jagt jetzt den Porsche-Fahrer aber richtig vor sich her. Meine Güte. Ja, Perspektive aus dem Cockpit. So sieht das für Kevin aus. Ja, ich höre gerade, dass das Wader ein Spitzname ist. Okay, dann bleiben wir mal bei Kevin Westphal.
Es sei denn, er wird was anderes sagen. Ja, und jetzt kommen dann die kniffligen Bereiche hier in der Strecke. Das ist eine ganz schwierige Kurve zu fahren. Da geht man im Zweifelsfall nämlich dann gerne zu früh aufs Gas. Wenn wir jetzt schon in der vorletzten Kurve sind und sich ein bisschen raustragen lassen auf den Körper. Letzter Knick, wo man sich so schön durchrollen lässt und das nur ganz kurz auf die Bremse voll rausbeschleunigen und die beiden kriegen hier aber die Linie perfekt. Was macht der Verfolger dahinter? Michael Engel ist jetzt auf die drei nach vorne und Senkowski fällt zurück. Jan Senkowski in der Box. Ja, mein Gott, was hat der denn angestellt? Macht der hier jetzt Boxenstopp-Test oder ist da was kaputt gegangen? Ich würde fast mal meinen. Ja. Mal schauen, er fährt jetzt rein, stellt das Auto ab, so hin und her buxieren und fährt rückwärts in die Boxengasse. Was ist das denn für eine Rangierarbeit? Also sehr, sehr merkwürdig, was er da anstellt. Egal, wir gehen zurück. Bernd Oswald blinkt bei mir hier immer wieder auf. Das Auto verschwindet immer ganz kurz aus der Liste. Hoffen wir mal, dass das für das Saisonrennen am Montag nicht solche Probleme macht. Sonst kann das sein, wenn da Fahrer hinterherfahren, man sieht erstmal, der Wagen fliegt weg. Und wenn man da hinterher fährt, das ist das ganz große Problem, dann weiß man natürlich nicht, wo der Pilot danach dann wieder auftaucht. Und plötzlich hat man den vor sich. Oh, da gerät gerade Franz Hünstedt, der dabei ist. Oh, der geht in Schwingern und der stößt mit Claudio Ferreira zusammen. Wir schauen uns das mal direkt in der Wiederholung an. Auf jeden Fall, wir sehen hier also, dass da ja, Hückstedt ein bisschen ins Schlingern gekommen ist und dann hat allerdings auch ja, Ferreira so ein bisschen sich da zurückgehalten oder nicht zurückgehalten, hat da ein bisschen weiter durch die Kurve geschoben, auch nicht so ganz im Sinne des Erfinders. Beide sich ein paar Beulen eingefangen und fahren in gewohnter Position weiter, allerdings Mark Brücker hat sich da direkt mal bedankt und ist mit seinem Porsche vorbeigegangen. Schauen wir uns mal an, wie die Unterschiede sind. Also Jan Senkowski logischerweise durch den Boxenstopp zurück. Interessanterweise jetzt dadurch viele Plätze gewonnen. Stefan Krehling einen Platz zurück. Bernd Oswald mit den größten Verlusten. Kevin Westphal hat da die Führung ab. Oh, Krehling mit Unfall. Krehling fällt zurück. Da gehen gleich mehrere noch vorbei. Eieieiei. Wir schauen mal in die Wiederholung rein, wie das zustande gekommen ist. Jetzt nach der Steilkurve kommt er reingefahren. Da gab es vorhin auch den Unfall zwischen Hückstedt und Ferreira. Und ja, ganz simpler Quersteher. Und er hat das Auto fast abgefangen und die Nase knallt noch dagegen. Und dann geht es einmal 180 Grad rum und der Wagen fliegt ab. Ich bin jetzt auf live. Verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, wir haben der werte Admin und wir kommunizieren hier mal ein bisschen, deswegen werden Sie wahrscheinlich immer so ein paar halbe Sätze hören, das heißt in die Richtung, wir müssen jetzt hier gerade noch was klären. Also, fährt jetzt gerade in den Linksknick bergauf. Ja, kommt, fährt jetzt gerade durch die Rechtskurve, ist jetzt draußen und gleich kommt die Schikane, Sekunde. Erste Ampel, jetzt am Sunoco-Schild vorbei. Moment, ich höre das ja.
Sagen wir mal in einer. Dort. Bremst jetzt. Passt alles wunderbar. Okay. Ja, an der Anzeige hat sich nichts verändert. Die ist, ja, nur dass wir jetzt noch die Boxenstops sehen können, sonst ist das alles so geblieben wie in der letzten Saison, beziehungsweise beim letzten Cup. Und wir nehmen mal hier uns ein bisschen die Blick. Oh Gott, und da hat's Westphal erwischt. Und zwar richtig heftig. Westphal hat sich direkt auch in die Box abschleppen lassen. Wir gehen hier mal ins Replay rein. Ach du Schande, nee, was ist dem denn passiert? Können wir da noch ein Stück zurück mal schauen? Ja, ich hab's. Ja, jetzt. So, und da sind wir. Oh, und da war ein Dreher und da gab's noch einen Unfall hinterher. Ich versuche das jetzt mal möglichst schnell zurückzuziehen, aber wir können da gar nicht schneller. Da kommt Solter vorbei. War das ein Unfall? Ah, ja, ich sehe, was Sache ist. Ja, ich kann es gerade. Bei dir steht alles, ja. Okay. Ja. Okay, da müssen wir auf live gehen. Das heißt, die Wiederholungsfunktion funktioniert anscheinend nicht so richtig. Ja, aber wenn ich dann noch weiter zurück möchte, funktioniert es nicht. Das geht nicht. Oben Controls geht nicht, nein. Das geht nicht. Ja, weil das nur zu Bookmark durchspringt. Anscheinend kommt das nicht an bei dir. Ja, also entweder ich habe Glück und bin rechtzeitig da oder nicht. Auf jeden Fall hat Westphal das Rennen offenbar komplett abgebrochen und auch Ziegler steht in der Box. Ist das Fahrzeug beschädigt? Wir könnten vielleicht ein bisschen näher draufschalten. Ja, der hat vorne rechts eine ordentliche Beschädigung im Auto. Das muss der Porsche gewesen sein, der noch mit dem BMW von Kevin Westphal zusammengestoßen ist. Und deswegen steht der Wagen jetzt in der Box und so verschiebt sich das Ganze wieder ein bisschen. Tobias Soltau natürlich, der ist da jetzt ganz glücklich mit der Situation auf seinem ersten Platz, hat seine Ruhe hinter sich. Michael Engel ebenfalls, hat sich aus dem ganzen Scharmützeln rausgehalten. Bernd Oswald, derjenige, der hoffentlich jetzt nicht mehr die Verbindungsprobleme hat, der ist vor Martin Brücker, nachdem sich ja vorhin auch Stefan Kräling hinter ihm verabschiedet hat. Mal schauen, ob der Marc Brücker noch eine Chance hat, näher ranzukommen, denn der hat die Lücke doch schon ein bisschen weiter zufahren können. Im Hintergrund sehen wir den BMW von Claudio Ferreira, der hat auf jeden Fall Franz Hückstedt überholen können, nachdem die beiden ja zwischenzeitlich mal leicht aneinander geraten waren. Und ja, der verfolgt ihn immer noch in seinem McLaren in einer recht unauffällig neongrünen Lackierung. Sehr, sehr schön das Ganze, wenn man auffallen will, dann richtig. Interessanterweise dann allerdings Marc Fettgenheuer in nicht so einer auffälligen Lackierung. Beim Z4 Cup, wer sich daran erinnert, da war der Wagen neongrün und schwarz, jetzt in einem gediegenen, ja, fliederfarbenen Fahrzeug. Aber ich habe das Gefühl, dass Claudio Ferreira hier den Franz Hückstedt auf kurz oder lang doch in Schach halten kann. Schauen wir uns das mal aus der Perspektive von Franz Hückstedt an.
jetzt kommt der Angriffsversuch außenrum an Claudio Pereira vorbei. Funktioniert das? Die beiden, glaube ich, immer noch nebeneinander. Lässt sich auch dann Höchstädt sehr, sehr weit raustragen. Und er ist vorbei. Höchstädt hat es vorbei geschafft und wird jetzt wahrscheinlich die Innenbahn noch dicht machen, dass er da nicht mehr drankommt. Ja, die liefern hier sich wirklich ein hartes Duell. Ich habe mal kurz nichts gesagt, um mir den Sound auf der Live-Übertragung zu überprüfen. Also da passt das alles, weil ich gerade gehört habe, dass da so ein paar Unterschiede sind. Aber auf jeden Fall Onboard und meine Stimme, das funktioniert alles doch ganz gut. Und ja, ich nehme das also zurück. Höchstädt, von wegen der Claudio Ferreira kann sich da absetzen. Jetzt sieht die Geschichte mal ganz andersrum aus. Ja, haben wir an der Spitze noch ein Duell. Ja, es wird da zwischen Oswald und Engel etwas enger. Also da gucken wir gleich mal hin jetzt, was wir da für eine Situation haben. Und da kommt jetzt... Ah, sind schon durch. Okay, gut. Ja, danke, Robert. Ich habe jetzt gerade mich noch auf das... Ja, danke an die Regie, genau. Ich habe jetzt hier, weil wir so viel am Testen sind, habe ich da eins kommen. Ja, das war kurz und schmerzhaft für einige zumindest. Muss man sagen, dieses Rennen. Also... Westphal auf seiner aussichtsreichen Position. Und wenn wir dann mal schauen, also ja, jetzt kommen die Fahrzeuge noch ein bisschen durcheinander. Wir gucken uns mal da die Ergebnisse schon mal an. So sieht es also aus. Tobias Soltau hat den Sieg geholt hier vor Michael Engel und Bernd Oswald, der mal wieder aufs Podium gefahren ist, obwohl er da nie so ganz mit gerechnet hat. Das war schon in der Sitter so. Marc Bröker auf die 4, Franz Hückstedt, der ja jetzt noch neu in die Serie mit dazugekommen ist. Fünfte Position, hat sich also hier auf den letzten Metern vor Claudio Ferreira setzen können. Jan Senkowski am Ende, siebte Position auf dem Ford GT. Marc Wettgenheuer auf der 8, Stefan Krehling wird 9. und Jochen Friedrich 10. Und wir schauen uns noch die Fahrer hin. Nils Senkowski, wir haben es gesehen, der aus welchem Grund auch immer in die Box gefahren. Daniel Ziegler, das Auto war beschädigt, nachdem er mit dem ja ebenfalls in die Box buxierten Kevin Westphal kollidiert war. Und Benedikt Westerholt und Marc Wienecke, die haben ja wohl eher die Grid Girls in der Boxengasse genossen, anstatt selber auf die Strecke zu gehen. Das die Situation, die wir heute haben bei diesem Testrennen hatten. Ja, Technik scheint jetzt soweit doch schon ganz gut zu funktionieren. Es gibt noch ein paar Kleinigkeiten, auf die wir uns einstellen müssen, aber ich denke, besser als wir das jetzt hatten vor 2 Wochen oder 1,5 Wochen sind es ja gewesen. Ja, und verehrte Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, wir können also sehr gespannt sein, was uns da erwarten wird zum Saisonauftakt nächsten Montag. Und wir werden vielleicht noch ein bisschen on air bleiben, allerdings das Ganze dann mit etwas eher ja, kryptischen Gesprächen wahrscheinlich über die Technik. Deswegen, es wird sich für Sie nicht so lohnen, jetzt dran zu bleiben, es sei denn, Sie wollen jede kleine Technikinfo nebenbei noch mithören. Bis dahin sage ich aber offiziell mal ciao, ciao und bis dann.